Assisi Yang Yang. Assisi Yang Yang. Das war das Wort. Das Wort des letzten Videos. Und ich hoffe, wir können es in diesem Video auch hin und wieder benutzen. So, ich hab hier Folgendes für uns. Nächste Folge Nummer 64. Wir haben hier 7 most disturbing and scary videos found on the Internet von... Was haben wir hier? Scary Comp mit 120.000 Abonnenten. Also sollten eigentlich ganz, ganz gute Videos sein. So, dann starten wir direkt mit Video Nummer 64. Okay, alles klar, Leute. Ready. Shit. Go. An individual from Italy embarked on a quest to substantiate the existence of the paranormal. This led them to conduct a safe... Ah, das ist ein Italiener diesmal, okay. Oh, Ouija board! ...a Ouija board within the confines of their residence. Nein, nicht Ouija board! Shortly thereafter, they encountered the confirmation they sought as peculiar occurrences commenced within their home. Several days later, while alone... Wieso weiter er... Wieso Herr Weihrauch über ein Ouija board? Was? Was? ...at home, they were startled by an abrupt noise, prompting them to retrieve their phone to document the event. Okay, jetzt... Kinze? Kinze? Ist das italienisch, Kinze? Chi è? Ecco cosa significa fare la tavola Ouija. Was auch immer das heißt. Ich habe keine... Warte kurz. Wir sind ja hier... Wir sind ja im Internet hier. Wir können sofort Google Translate benutzen und uns mal anschauen, was das bedeutet. So, gib ihm. So, was haben wir hier? Da. So, hier für euch zum Mitgucken. So... Ecco cosa significa fare la tavola Ouija. Das ist es, was es bedeutet, das Ouija-Brett herzustellen. Okay, Google Translate ist natürlich optimal, um irgendwelche Sachen zu übersetzen. Ich wette, das bedeutet definitiv nicht das, was hier gesagt wird. Das ist es, was es... Egal, komm, ist wurscht. Wir wollen weiterschauen. Er hat auf jeden Fall irgendwas gehört und jetzt reagiert er. Chi fa casino? Fa casino. Fa ca. Sino. Irgendwas mit Facca hat er gesagt. Das habe ich gehört. Das habe ich verstanden. Also mit Facca kenne ich mich gut aus. Chi è che si sentiva? Bruder, jetzt von einmal rechts. Es kommt so Gesicht. Von einmal. Sind das Stimmen? Hören wir Stimmen da? Chi c'è? Was soll jetzt? Was passiert? A sharp, unexpected noise emanates from directly behind him, followed by his wife being home alone a few days later, hearing unfamiliar sounds echoing through the house and recording the occurrence. Jetzt ist seine Frau allein im Haus. Okay, seine Frau ist allein im Haus. Er sollte nicht zu Hause sein. Ich hoffe, das ist nicht fake. Kinze? Wieso sagt jeder Kind? Ist das Kind ein italienisches Wort? Mann, ich will wissen. Ich bin so ein Sprachenfreak. So, dass ich weiß, ich glaube, ich... Kinze? Nein, das ist scheiße. Kinze? Kinze? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Alter, was sagen die? Was ist das? Lucia. Das habe ich verstanden. Okay. Chi ha bussato? Gib dir mal, wie sie atmet. Non sono pazza. C'è qualcuno? Ey, das wäre so geil gewesen, wenn der Typ Übersetzungen runtergetan hätte. Oh. Da waren zwei Klopfer. Dove sei? Das habe ich verstanden. Wo bist du? Fatti vedere.
Oh Gott, dove sei? Ma dove? Da dove? La cucina, la cucina. La cucina, in la cucina, in la cucina. Cazzo, penis. Ora. Cazzo. Oh shit. Qui sto sfuggendo di mano. The sound of glass shattering resonates throughout the kitchen as she steps into the room. Was? Was haben Geister immer mit der Küche? Was haben Geister immer mit der Küche? Wieso immer in der Küche? Welcher Geist denkt sich so, Bruder, heute bin ich bei in der Huttenstraße 42 bei Familie Suck My Ass oder wie auch immer die Familie heißt. So, aber weißt du, heute bin ich unbedingt mal in deren Küche. Ja, wenn die Frau alleine ist, gehe ich in die Küche und schmeiße ein paar Teller auf den Boden. Oh ja, das wird Spaß machen. Wieso zeigst du dich nicht einfach irgendwie vor ihr in der Ecke? Als Schattengeist oder was auch immer, als Schattenpenner? Wieso gehst du in die Küche und schmeißt Sachen auf? Die Teile kosten Geld, Bruder. Die Teile kosten Geld. Suck my ass, Alter. Room. Suck my ass. Yet a thorough scan reveals no one in sight. This unsettling occurrence marks merely the beginning, indicating that the situation may escalate as they persist in utilizing the Ouija board and engaging in other peculiar activities. Popular TikTok user Jen Ber- Sind wir jetzt beim nächsten Video? Ist das jetzt Video Nummer 6? Wow, danke für die Einleitung des Videos. Ferrari resides in a notable colonial-era residence situated in Pennsylvania. Pennsylvania. She shares this historic abode with her spouse, Heather, and their 6-year-old daughter, Ray. We previously featured their terrifying experiences on our channel. Following the commencement of essential renovations on their cherished property, the family found themselves besieged by inexplicable occurrences. Sie wohnt da auf jeden Fall nicht alleine. Sie ist da mit ihrer Tochter, mit, ich glaube, ihrem Freund und noch jemanden. Und die haben schon mal eines ihrer Videos hier gezeigt und jetzt geht's hier weiter. Haunting their life, every moment of their life. Ah, das kenne ich, das ist echt creepy. Das ist creepy. Wenn Sie jetzt mehr zeigen? Can you stop? Fuck out! Oh. Ja, das kennen wir. Ich hoffe, Sie zeigen mehr. Ich lasse es jetzt mal absichtlich. Das kennen wir jetzt. Die steht da aus irgendeinem Grund. Die steht da. Wie komplett paralysiert. Und jetzt kommt die Mutter rein und nimmt sie quasi in den Arm und raus aus dem Zimmer. In dem Haus geht's richtig ab. In dem Haus geht's richtig ab. What's up, baby? What's up? I don't know. Jetzt sieht man, Achtung, 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 das ist eine mega creepy Szene. Jetzt sieht man hier plötzlich irgendjemanden hinter ihr hervorkommen. Sie dreht sich geschwind um und da ist niemand. My reflection's creeping me out. Oh, Jesus Christ. Gänsehaut, da war niemand. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. There's something. It looks like the old man is coming out. I swear to fucking God, what the fuck was that? Das habe ich jetzt übersehen. Das habe ich übersehen, aber ich weiß, dass ich es kenne. Doing thorough research, Jen discovered that up to 5 individuals have tragically lost their lives on the premises of their property. Nein, 5 Menschen haben ihr Leben auf diesem Grundstück verloren. Shit. Initially skeptical, Jen has now become convinced that their picturesque countryside residence is haunted by the lingering spirits of its past inhabitants. Regrettably, since the previous coverage of Jen Barari's experiences, the unsettling supernatural phenomena persist unabated. Also bis heute geht's da ab. Wieso gibt's da nicht mehr Content davon? Evening, as dusk descends, Jen is in the midst of loading her car for a trip when she's startled to her very core by an unexpected sound. Gut, sie ist jetzt gerade draußen und lädt ihr Auto auf mit irgendwelchem Zeugs. Ich glaube, sie will irgendwo hin. Jetzt hört sie was. Nein, da steht's doch. So I came back because I left all my luggage and work computer. Plan on leaving tomorrow. Okay, doch. Sie will ihre Sachen aufladen ins Auto und möchte morgen. Oh, suck it off, Janine. Wer war das? Did you guys fucking hear that? That was fucking crazy.
Oh my fucking god. This is fucking insane. Now I hear that fucking animal again. Da war was. That's fucking insane. Was? Yo, I swear to God, that wasn't me. Can you please do that again? Kannst du das bitte nochmal tun? Please. I'm gonna count, so you guys know it's not me. Sie hat gerade gesagt, ich werde runterzählen von was weiß ich was. Ich werde einfach zählen, dass ihr wisst, dass ich das nicht bin, dass hier nichts manipuliert ist. Und trotzdem kommt diese Stimme. Was? Wisst ihr, das ist dieses Ding, wenn du in den Staaten lebst und irgendwo ein Haus kaufst für ein Billigangebot mit fettem Grundstück und du denkst, ja, ich bin jung und ich werde eine Familie gründen oder ich ziehe da mit meiner jungen Familie ein, das Grundstück kostet eh nur $50,000. Wow. Und welcher Makler ist so dreist und verheimlicht dann Morde beispielsweise auf dem Grundstück? Ich meine, ja, ist klar, er wird diese Häuser dann wahrscheinlich nicht los. Ja, verkaufen, Geld machen ist schon wichtig. Aber trotzdem, bei sowas, wo es spuken könnte, ich stelle mir das dann immer so vor. Ja? Ich stelle mir das dann immer so vor, wenn eine Familie zu dem Makler kommt, so. Hallo, ich sehe, Ihr Grundstück ist zum Verkauf. Wie viel kostet das? Bitte, dass es wenig kostet. Und der Makler so, ich darf Ihnen nicht sagen, dass da 5 Menschen gestorben sind. Hi, na was geht? Dieses Haus kostet nur $50,000. Und wenn Sie möchten und das Geld heute noch auf mein Konto überweisen, mache ich Ihnen einen Rabatt von ganzen $10,000. Ja, ist es ein Deal? Und die Familie so, oh wow, mein Traumhaus. Alles einfach ein Traum. Nehme ich, aber ich habe noch eine Frage. Ja, was ist denn die Frage? Oh Gott, ich hoffe, sie fragt nicht wegen den Morden. Sind hier auf dem Grundstück eventuell Menschen gestorben? Scheiße. Nein, hier sind keine Menschen gestorben. Wissen Sie, ich möchte einfach aufhören als Immobilienmakler und ich habe mir gesagt, das letzte Haus, das ich verkaufe, verkaufe ich einfach für einen lächerlich kleinen Preis. Also, Deal or no Deal? Und das ist es dann wahrscheinlich, oder? Das ist es dann wahrscheinlich. Der verarscht einfach die Menschen, kriegt sein Geld irgendwie, damit er seine Immobilie los wird und die Familie leidet dann ewig hier. Ah, das ist diese Habgier von Menschen oder Gier oder alles, was mit Gier, G-I-E-R, zu tun hat. Suck my ass, Alter. Ohne Spaß. A chilling feminine voice utters the words, help and leave. Yeah. That was fucking crazy. Help. That was fucking crazy. Hilfe. Das habt ihr gehört. That's fucking crazy. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. Leave. Geht oder verlasst den Ort hier. Leave. Also geht. Please. In this intriguing piece of paranormal evidence captured by Jen, there is more than initially meets the eye. Upon closer inspection, within the small window at the apex of the aged barn, two inexplicable pale hands emerge. While Jen remained unaware of this anomaly. Da waren Hände, Mann! Da waren Hände! Ich immer mit meiner hohen Stimme, Alter. Komm zurück, Tastatur, ich fingere dich. Da, gebt euch! Gebt euch, Mann! Was zur... Wenn das nicht Handschuhe sind und tatsächlich Hände, wow! Gib dir mal, wie bleich die sind. Of this anomaly. During the time of recording, it was brought to her attention by numerous TikTok viewers who were unsettled by the eerie sight. Jen finds herself in a state of disbelief, unable to fathom whose hands they could belong to, especially given that there was no one present inside the barn. Niemand war in der Scheune. Niemand. Jen is startled by an unusual noise emanating from outside her residence.
Reacting promptly, she retrieves her phone and ventures outdoors to investigate. To her bewilderment, the source of the disturbance appears to be her daughters. Oh. I literally just got home. Oh. Gib dir mal, wie das Ding schwingt. Wie das Ding richtig schwingt, ohne dass da irgendjemand drauf sitzt. Wie das Ding schwingt. So, okay. Porno-Jingle Nummer 1 für heute. Oh Mann. Ich schwinge auch mein Ding sehr gerne, aber nicht auf einer Schaukel, das wäre abartig. Warte kurz. Weg mit meiner Kamera hier. Was passiert hier? Oh, warte, da steht jemand, aber es steht niemand vor ihr. Was zur Hölle? Ist das echt? Jen finds herself unable to perceive anything in her surroundings, and her phone fails to capture any discernible image apart from the swinging motion of the set. Yet, through the lens of her CCTV's night vision camera, a peculiar sight emerges. A female figure, characterized by a lengthy dark hair, positioned directly in Jen's line of sight, fixated on her presence. Ich versuche nur gerade zu analysieren. Sie ist hier gestanden und hat sich hierher bewegt. Demnach müsste die Kamera, soll ich zeigen? Ich will nur sehen, ob jetzt dieselbe Bewegung hier erfolgt, so von der Ich-Perspektive. Ja, okay. Sie geht einen Schritt, zwei, drei und bleibt da stehen. Okay, ich habe nur versucht, die Bewegungen nachzuempfinden, ob das... Wisst ihr, was ich mich jetzt auch gerade frage? Ist das hier gefotoshoppt oder so? Bearbeitet? Oder müsste das hier gerade weitergehen? Diese Linie hier. Das frage ich mich gerade. Jetzt muss ich hier mal schauen. Ist es hier gerade oder geht es da auch runter? Es ist immer so dieser Blick darauf, ob etwas fake sein könnte. Aber nein, ich glaube, das passt. Wenn wir hier schauen, hier geht's. Ich glaube, das ist so eine Fläche, die geht bisschen nach unten. Die neigt sich nach unten um ein paar Grad. So, und hier bis hierhin läuft dieses Ding, diese Struktur, und geht dann, hat eine kleine Senkung. So, dann geht sie bis hierhin, hat eine Senkung. Okay, ich glaube, demnach sollte das hier legit sein und auf der Höhe sein. Sprich, gleich gebaut. Okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass es kein Fake ist. Jen finds herself unable to perceive anything in her surroundings, and her phone fails to capture any discernible image apart from the swinging motion of the set. Yet, through the lens of her CCTV's night vision camera, a peculiar sight emerges. A female figure, characterized by a lengthy dark hair, positioned directly in Jen's line of sight, fixated on her presence. This raises a question. What phenomenon is unfolding in this scenario? That is creepy. Could it be that Jen's historical estate is visited by a multitude of unsettled spirits from bygone eras? Das auch. So, komm. The answer remains open to interpretation. For further exploration of paranormal encounters, you can visit Jen Barari's TikTok account and you... 239.000 Follower. Ihre Videos gehen viral. Aber sie postet auch anderes Zeugs, nicht nur das von sich zu Hause. Okay. Tube Channel for full horror experience. Raymond. Okay. Shadow. Oh, ich habe gerade gelesen, Raymond Latte. Oh, warte. Ah, oh, ich bin vor zwei Tagen aufgewacht. Kennt ihr das, Männer? Männer, kennt ihr das, wenn ihr in der Früh aufsteht und ihr wollt weiter pennen, aber ihr könnt nicht, weil die Morgenlatte einfach nur brutal ist? Und egal wie ihr euch dreht, das Stück Holz ist einfach im Weg und kostet dich den Schlaf. Dann musst du aufstehen. Bruder, das ist ein bisschen scary bei uns Männern. So, aber irgendwas wollte ich noch sagen. Voll der heftige Wechsel. Achtung, ich habe nämlich von
Sandra Hoffmann, das ist die fleißigste Geisterjägerin unter meinen Abonnenten. Liebe Grüße, Sandra. Sandra Hoffmann hat mir wieder mal ein Bild geschickt von ihrer Door-Camera, von ihrer Ring-Camera, die sich außerhalb ihrer Tür befindet. Ich suche mal das Bild heraus. Sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. 2 Stunden später. So, und nun, hier bin ich wieder. Passt auf, ich habe Folgendes von Sandra bekommen. Das hier sind Kurzvideos, die ihre Kamera aufgenommen hat, auf ihrer Tür draußen. Und wir fokussieren uns mal auf dieses Bild hier. Gebt euch mal das hier. Was könnte das hier sein? Das schaut nicht nach einem Insekten aus. Das hier schaut eventuell nach einem Insekten aus. Ja, wenn wir reinzoomen, das könnte nach einem Insekten ausschauen. Aber das hier, so, gebt euch mal dieses Bild hier viel näher. Wow, was könnte das sein? Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Ist es irgendwas Erklärbares oder ist es doch ein gewaltiger langer Orb, der seinen Weg bis nach Hause zu Sandras Heim gefunden hat? Ja? Lasst es mich wissen, falls ihr euch einen Reim darauf machen könnt. So. Danke, Sandra, auf jeden Fall für deine Bilder und deinen ewigen Ehrgeiz, den Geistern einen Schritt näher zu kommen. Aber natürlich als Lebende, ja, nicht, dass du stirbst oder sowas, okay? Gut. Machen wir weiter mit Raymond Latte. Raymond, Bruder. Video on his YouTube channel depicting inexplicable occurrences he has captured on camera. His narrative unfolds with the premise of tending to his elderly mother residing in his domicile. To ensure her comfort and safety, he outfitted her room with surveillance equipment, allowing him to monitor her well-being during his absence. Ah, da ist ein Typ, der passt auf seine Mutter auf. Ich gebe mein Bild nach links. Der passt auf seine Mutter auf. Sie scheint bettlägerig zu sein, nehme ich mal an. Und er kümmert sich um sie und hat in ihrem Zimmer, quasi wo sie liegt, Kameras aufgestellt. However, one fateful evening, the footage captured by this surveillance system documented an enigmatic event that continues to confound Raymond to this day. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh shit, was zur Hölle ist das, Mann? While his mother slumbered peacefully in her bed, an unsettling sight unfolded. Whoa. In the reflection of the mirror. Habt ihr das gesehen? Das war, two shadowy das forms. War, das war so ein richtiger Handgriff, Mann. Was? Gib die. Continues to confound Raymond. Komm. To this day. Da. Okay, ich mach's ganz langsam für euch. Oh ja, ich mach's ganz langsam. Nur für euch. So, pass auf. Oh, gib dir das. Wow. Und ich weiß nicht, ob da die Klima läuft. Das hier bewegt sich. Ich weiß nicht, ob da die Klima läuft. Aber gebt euch hier die Hand. Mann. Wow. Falls es eine Hand war. Und wieso ist jetzt alles dunkel? While his mother slumbered peacefully in her bed, an unsettling sight unfolded in the reflection of the mirror. Two shadowy forms, swift and elusive, traversed the room in quick succession. Zwei Figuren, nicht nur eine? There was no one else present in the house at that moment. Raymond is convinced that what he witnessed was the apparition of his recently departed niece. Ekelhaft. Gib dir diese kleine Ring-Bitch, Alter. Okay, was der Typ jetzt gerade gesagt hat, ist, seine Mutter war tatsächlich komplett alleine zu Hause und er kann sich nicht erklären, was das für Gestalten gewesen sind. However, the true nature of this phenomenon remains a mystery, destined perhaps to elude our understanding. Oh Mann, was ist, wenn das so Boten des Todes sind? Was ist, wenn sie kurz vor dem Tod steht? Und das sind ihre Wegbegleiter, nachdem sie von dieser Welt geht. Oh Mann. Ich wünsche mir, dass wenn ich mal am Sterbebett liege, dass ich mal abgeholt werde, aber von friedlichen Geistern, ja? Und nicht von irgendwelchen schwarzen Bastarden in schwarzen Anzügen mit einer Sense oder irgendwas. Oh, nein, danke. Nein, ich möchte das nicht. Danke, nein. After the closing hours had elapsed, a woman found herself in an intriguing situation while charging her phone in the lower level of a 3-story arcade mall.
Okay. Despite the usual closure of entrances to patrons around the time of her visit, she ventured in, driven by her urgent need to charge her device. Sie ist gerade in einem Einkaufszentrum und ich glaube, sie möchte ihr Handy irgendwo laden. Ich nehme mal an, sie sucht eine Steckdose irgendwo. Evading the vigilant mall security, whose duty was to clear the premises of lingering individuals after closing, she proceeded with her task. Bruder, es war schon Sperrstunde, ja, und ihr war es scheißegal. Sie so, Bruder, ich muss mein Handy laden. Ich muss mein Handy laden, egal ob Security mich findet oder nicht. Ich muss mein Handy laden. Sperrstunde, egal. Fuck you, Security. Und jetzt ist eine Sperrstunde und die wandert da allein herum, oder? Unbeknownst to her, beyond the threat of encountering displeased security personnel, lay an unforeseen occurrence waiting to be captured by her camera. Okay, jetzt sieht sie was. I don't understand where it's coming from, but it sounds like haunting. I can't figure out the direction it's coming from. I think it's up there, but I don't know. It's like all closed off up there. Ich meine, könnten noch Kinder sein irgendwo, ja? Vielleicht bei uns beispielsweise in Wien gibt es die Millennium City und das ist ein fettes, es ist schon ein riesiges Einkaufszentrum mehr oder weniger und da ist auch drauf der Millennium Tower, sind sehr viele Büros und so weiter und so fort drinnen und auch Wohnungen über dem Einkaufszentrum. Ich nehme mal an, ihr kennt das auch. Das könnte vielleicht auch so ein Fall sein, wo quasi jemand aus einer Wohnung gerade eine Geburtstagsparty feiert mit seinen Kindern und irgendwo ist ein Fenster offen und du hast den ganzen Schall und die ganzen Geräusche, die dann quasi runtergehen in das Einkaufszentrum. Jetzt geht ihr da herum und denkt sich, das Gebäude ist verflucht oder das Einkaufszentrum ist verflucht und sie fragt sich gerade, woher kommen diese ganzen Kindergeräusche? Literally, like, I'm in the arcade. It's literally shut off, you can't even get up there. Feels like I'm being haunted. What are all these sounds? Okay. As she explored the premises during off-peak hours, she observed that the top two floors were sealed off with barricades for renovation. However, die zwei oberen Stockwerke waren abgesperrt wegen Renovierungsarbeiten. Her attention was drawn to something more peculiar when she started hearing the distinct sounds of children laughing and chatting echoing from those inaccessible floors. I'm in the arcade. Ah, und sie meint, dass diese Geräusche kommen von oben, sprich aus den zwei Etagen, die abgesperrt sind. Da sollte auch niemand oben sein. And that wasn't the most eerie aspect of the video, as she managed to capture what seems to be a ghostly figure on the highest level. Wo? Sie hat einen Geist gefilmt? Wo? An individual or entity with lengthy hair appeared to be surveilling her from the upper level before swiftly evading sight as the camera panned towards their direction. Who or what might that entity be? Furthermore, was? Das hier? Sprechen wir von dem hier? Was? Das soll ein Geist sein? Was ist das? Or, how can we account for the eerie sound of children's footsteps echoing through the deserted corridors during late hours? Is it indicative of genuine poltergeist phenomena, or could she be deceiving us? Some individuals working together within an office building in Malaysia are reviewing. War das ein Geist? War das ein Geist? Verpasse ich gerade irgendwas? Sind wir jetzt gerade beim nächsten Video? In security footage, which was recorded during a period when one of them was working alone in the office.
The contents of the footage have elicited significant apprehension among them. Das mag ich extrem. Das mag ich, wenn der Content einfach übergeht, so komplett, so stillschweigend, so. Stell dir vor, du bist Nachrichtenreporter und du berichtest von der einen Sekunde, wo es gerade um irgendeinen Mord geht, und bist dann plötzlich beim Fußball. Oh ja, also mit oh ja beginnt kein Nachrichtenreporter. Aber Frau Landenbacher ist gestern um 16 Uhr nach Hause gekommen und hat ihren Ehemann tot auf dem Boden aufgefunden. Und Ronaldo hat das erste Tor geschossen. Was für ein Spiel. Portugal ist richtig, richtig krass drauf heute. Frau Landenbacher, oder wie sie auch immer geheißen hat, ist natürlich sehr geschockt und aktuell in psychologischer Betreuung. Und da kommt das nächste Tor von Fernandes mit einem Pass von Ronaldo. Wunderbar. Stellt euch mal das hier vor, das ist ja. Bruder, mach doch richtige Übergänge, Mann, Alter. That team lah. Yeah, I heard before that ada benda lah kat sini tapi never ni lah. Actually believe me, sit down. Sit down, you forward bit lah. Wait. Sit down, fight. Der glitscht sich einfach durch die Kamera. Okay, das ist ein normaler Glitch, Kameraglitch. Oh, okay, weiter. Yeah, here. I need to work until midnight. Okay. What happened to him after this? He had a fever. I heard that he had a fever. Wait, That one, the chair. There. Bruder, schau nach links. Schau nach links. As the scene unfolds, we observe a man entering his workspace, finding his laptop ready for use amidst vacant desks. Engaging in his tasks, he encounters a disturbance that perplexes him. A nearby chair unexpectedly shifts, prompting him to pause and investigate. Der Sessel hier hat sich gedreht. Verstehe. Dann zieht sich der hier raus und dann fallen seine Papiere raus. Seine Reaktion war dann nicht eine, die erschreckend war, sondern wahrscheinlich eine so, was geht gerade hier ab? Wahrscheinlich ist er ein großer Skeptiker und denkt sich so, was geht hier ab? Hä? While engrossed in this anomaly, another chair behind him subtly moves, evading his notice. However, his attention is sharply drawn when a stack of papers cascades to the floor without warning. Upon inspecting beneath his desk, he rises from his seat, sensing a disruption in his surroundings. In April 20... Und dann das nächste Video. Oh, Mann. Okay, sind wir jetzt gerade bei Video Nummer 4 oder sowas? Oder Video Nummer 3? Video Nummer 4 oder 3. Sucht es euch aus. Ich mach das für euch, okay? Ich übernehme. 24. Alex Scholl uploaded two TikTok videos presenting security camera footage captured on his property, suggesting a potential intruder who, according to Scholl, exhibited behavior consistent with that of a... Ich habe das mal empfohlen bekommen, das Video, aber ich habe es mir nie angesehen. Ich nehme mal an... Okay. Time traveler. The first video depicts the intruder roaming Scholl's backyard and eventually entering his shed. Da geht gerade irgendein komischer Dude auf das Grundstück von dem Typen hier und in diese kleine Hütte hinein. So, und was danach passiert, ist eben das Heftige. Scholl, upon reviewing the footage, notes the intruder's prolonged presence within the shed, despite no visible exit. Attempting to communicate via the camera's microphone yields no response. Scholl subsequently contacted... Der Besitzer, der Eigentümer des Grundstücks, hat über eine Lautsprechfunktion versucht, mit dem Typen zu reden, zu kommunizieren, aber da ist nichts zurückgekommen. Daraufhin hat er die Polizei gerufen. Law enforcement, who appear in the footage searching the area, including the shed, but find no intruder present. In a follow-up video. Die haben nichts drin gefunden in dieser kleinen Hütte. Scholl shares footage from the following day, where he received a notification of activity in his backyard. Surprisingly, the same individual emerges from the shed, now noticeably older,
and makes direct eye contact with the camera as he passes by. This uncanny resemblance prompts speculation among viewers, some suggesting Shawl installed a hidden camera in the shed, an idea that Shawl acknowledges. Oh, der sieht ihm fucking ähnlich. Oh, sorry. Der sieht ihm ja fucking ähnlich. Was ist das? Nur älter. Ist der durch die Zeit gereist? Der sieht ihm schon ähnlich, muss man schon sagen. Ohne Spaß. Auch dieselbe Stirn, Mann. Wow. Is positively. The perplexing nature of these events has captivated viewers, with many acknowledging the possibility of witnessing a genuine anomaly if Shawl's videos indeed depict real occurrences. In the Pokemon... Wow. Oh, okay, gut. Leute, das ist jetzt Video Nummer 3 oder 2. State Forest, renowned for its eerie reputation steeped in rumors and urban legends. A lone hiker named Bambo traversed its depths. As he ventured, the forest's usual symphony of sounds fell silent, instilling within him a creeping unease. Oops. Sensing a presence trailing him, concern for his safety stirred. Er ist also alleine unterwegs. Boah, ich bin heute voll verschleimt. Was soll das? Der ist alleine unterwegs, ja, und irgendwann fühlt er sich nicht mehr so ganz alleine. Jetzt dreht er sich um und guckt wahrscheinlich und denkt sich, Bruder, wer ist da gerade hinter mir? Was passiert hier? Bin ich alleine oder bin ich es nicht? Stirred deep within. In a bid to document his experience and perhaps uncover the source of his disquiet, he began recording. Ultimately capturing the following encounter. Was hast du? Hola. Me encuentro en el Pocomo State Forest, en Maryland. Este es uno de los bosques más embrujados de Maryland. Llevo 25 minutos. Sí, sí, mucho gusto. Entrándome aquí en el bosque. ¿Cómo estás? No he sentido así una sensación muy, muy, muy rara, pero... algo hay aquí, porque... Ich warte eigentlich nur darauf, dass da irgendetwas von hinten hier ins Bild kommt. Nur darauf warte ich. Nomás de repente es un silencio total. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Bueno. Espero hayan escuchado, pero les digo, sí hay sensación. Es una sensación rara aquí en este Pocomo State Forest, que han sucedido muchas cosas. Todos asesinatos, desapariciones. Sag ich auch immer, Bruder, ich schwöre genau eins zu eins dasselbe, sage ich mir jeden Abend vorm Schlafengehen. Bueno, ahí pondré el video en YouTube. Que estén bien, cuídense. A sudden noise catches his attention from behind, prompting him to swiftly turn around. However, upon glancing back, there's nothing to be seen. ¿Oyeron? Es könnte auch ein Eichhörnchen sein oder irgendwas in die Richtung. Unable to discern the source of the trailing presence, he concludes it prudent to depart before circumstances escalate. Given Maryland's reputation for harboring numerous haunted forests, notably the infamous Black Hills Forest immortalized in the Blair Witch Project. Ah, dieser Wald wurde benutzt, um den Film The Blair Witch Project zu drehen. Wer den Film nicht gesehen hat, gebt euch den Film, der ist richtig krank. Ja, macht das Licht aus, bestellt euch den Film auf Amazon Prime oder wo auch immer. Macht das Licht aus, schaut euch den Film alleine an oder mit einem Freund oder einer Freundin und ihr werdet sehen, das ist ein brutaler Film. Das ist ein brutaler Film. Er ist richtig gut gemacht. Ich habe mir gedacht, das ist nach wahrer Begebenheit. Leider nicht. Leider nicht. Oder was heißt leider? Gott sei Dank nicht nach wahrer Begebenheit. Aber das ist wirklich ein gut gemachter Film. One wonders if an unearthly entity is indeed in pursuit. Alternatively, could it simply be a creature of the natural world? Ah, schade, 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 schade. Wir sind schon am Ende angekommen. Leute, danke, dass ihr mit mir dabei wart. Wer von euch noch nicht Abonnent meines Kanals ist, der drückt sofort auf den Abo-Button, wenn ihr Spaß mit mir hattet. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos, die ich euch hier und hier irgendwo einblende, okay? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Peace.